Nach dem überraschenden Rücktritt des Bezirksbürgermeisters von Reutlingen-Oferdingen, Ralf Schönenborn, der sich wegen seines Eintretens für eine Flüchtlingsunterkunft, einer Rücktrittsforderung, anonymen Drohungen gegen Leib und Leben sowie persönlichen Anfeindungen gegenüber sah, üben die dortigen Räte und Teile der Bürgerschaft jetzt scharfe Kritik an den Medien. Man werde zu Unrecht bundesweit als ausländerfeindlich an den Pranger gestellt. Indessen ist die Bezirksgemeinde der Stadt Reutlingen etwas entgegengekommen. Sie stimmten gestern Abend der Reutlinger Vorlage der Errichtung einer Containerunterkunft einstimmig zu. Allerdings fordert man weniger Flüchtlinge. Das Oferdinger Rathaus am gestrigen Abend. Der Schock des Blitzrücktritts des Rathauschefs am Mittwoch saß vielen sichtlich noch in den Knochen, den dieser mit anonymen Morddrohungen gegen seine Person und die Familie, aber auch mit offenen Feindseligkeiten und einer Rücktrittsforderung durch 9 von 11 Räten begründete. Das Interesse an der schon vorher anberaumten öffentlichen Gemeinderatssitzung war deshalb groß. Der kleine Ratssaal platzte aus allen Nähten. Dort sollte ursprünglich nur über den Entschluss des Reutlinger Gesamtgemeinderats abgestimmt werden, auf einem freien Grundstück einen Containerbau für 72 Flüchtlinge zu errichten. Eine Entscheidung, die zum einen wegen der als zu hoch empfundenen Zahl, zum anderen wegen der Zentralisierung der Flüchtlinge im 2400 Einwohnerort zumeist auf Widerspruch und schroffe Ablehnung stieß. Ablehnung, die sogar der Oferdinger Kreis für Flüchtlingshilfe teilte, der wegen Integrationsbedenken rund 700 Unterschriften gegen den Entschluss der Stadt sammelte. Die Mehrheit der Oferdinger Bürgerschaft setzt sich für eine dezentrale und die hieraus angestrebte erfolgreiche Integration von Flüchtlingen ein. Das alles trat aber zunächst in den Hintergrund, denn zu Schönenborns Rücktritt und den Umständen herrschte Erklärungsbedarf. Bedauerlich ist, dass es insbesondere wegen Bedrohungen gegen Leib und Leben, ihm gegenüber, seiner Frau gegenüber, passiert ist. So etwas ist selbstverständlich zu verurteilen. Und der Bezirksgemeinderat Oferdingen und ich, wir distanzieren uns aus energisch gegen eine solche Vorgehensweise. Wir sind entsetzt über die persönlichen Anfeindungen und Drohungen gegen Herrn Schönenborn selbst und seine Familie. Es darf nicht sein, dass in unserer Rechtsordnung politisch Andersdenkende bedroht werden oder gar Leib und Leben Gefahren ausgesetzt sind. Hiervon distanzieren wir uns ausdrücklich. Zu Unrecht sehen sich nicht nur die Räte, aber auch viele Oferdinger durch die überregionale Berichterstattung platt in die rechte Ecke der Ausländerfeinde gestellt. Vor allem die Presse, die Berichte, die sehr hart, also wir sind praktisch recht radikalisiert hier in Oferdingen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Dass da ganz Oferdingen in einen Topf geworfen wird, das macht mich schon etwas traurig. Jeder hat seine Meinung, das ist ein Demokratie. Wir leben in einer Demokratie hier und das passt nicht. Das passt nicht zu uns. Stattdessen beklagen viele vor allem eins: mangelnde Kommunikation von oben ohne Einbeziehung der Bürger. Die ganze Info, die Information von allen Seiten haben. Nicht nur von einer Seite, man muss immer beide Seiten sehen. Und vor allen Dingen bin ich persönlich auch der Meinung, 77 Männer auf einem Standpunkt, der Standort ist total falsch. Da gehören Wohnungen ran für junge Familien. Indessen, die von permanenten Flüchtlingszuweisungen getriebene Stadt unterstreicht ihre eigenen Nöte. Bis 2018 müssen rund 1200 Menschen schnell untergebracht werden. So rasch wie möglich Unterkünfte in Modulbauweise erstellen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil das ist der schnellste Weg. Am Ende will der Oferdinger Bezirksgemeinderat angesichts der verhärteten Fronten und der Entwicklungen dann ein Kompromisssignal setzen. Nach langen, heißen Diskussionen sind wir dann doch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir am Standort Riedkram eine maximale Belegung mit 52 Personen akzeptieren könnten, schweren Herzens. Der Rat nimmt den modifizierten Vorschlag für einen kleineren Containerbau dann einstimmig an. Jetzt muss der Reutlinger Gesamtgemeinderat entscheiden, ob auch er bereit ist, ein Kompromisssignal nach Oferdingen auszusenden.